Einen wunderschönen guten Tag hier aus München. Und es ist heute eine besondere Folge, deswegen habe ich zwei Kameraperspektiven und einen Leiharbeiter, nämlich das Kamerakind Felix vom Störsender. Dankeschön. Wieso zwei Perspektiven? Ich rüste auf und es ist eine ganz besondere Folge. Das liegt daran, es ist meine 150. Folge. Herzlichen Glückwunsch. Also wirklich, tatsächlich. Gratulation, wenn ich das geahnt hätte. Ja. Und natürlich ist es auch eine besondere Folge mit meinen heutigen Gästen, den Anstaltsbesetzern Max Uthoff und Klaus von Wagner. Hallo. Hallo. Wir haben uns vor der ganzen Nummer hier schon mal unterhalten, ein Interview gemacht. Jetzt habt ihr 4 Folgen abgedreht, geht in Sommerurlaub. Medien haben euch hochgehypt, Medien haben euch boykottiert. Es gibt Petitionen gegen euch, bis Unterlassungsklagen und so weiter. War das alles so geplant? Ja, letztlich war genau das, was wir beabsichtigt hatten. Es war, die letzte Stufe ist nicht ganz erreicht worden. Wir wollten ja letztlich noch ganz, ganz hoch hinaus. Was soll jetzt noch kommen eigentlich? Sommerpause. Ach so, Sommerpause. Nee, ich glaube, also wir haben versucht eigentlich, was haben wir eigentlich versucht? Wir wollten nicht auf irgendeine Form hinwirken, dass das genau das passiert. Wir darüber nachzudenken wäre auch seltsam. Ja, wäre seltsam. Was schaffen wir mit der nächsten Sendung? Welche Form des Protests? Das entwickelt sich einfach. Ich glaube, wir sitzen zu dritt in einem Raum, auch mit Dietrich Kraus, und fangen an zu schreiben, was uns empört. Und auch mal, was uns lustig erscheint. Ja. Also ab und zu. Ab und zu machen wir auch mal, wir schreiben Gag dahinter, wenn es uns wieder ganz kurz vor der Sendung. Ja, und dann passiert sowas. Das kann man nicht vorher schreiben oder nicht, das auch nicht wollen eigentlich. Also man will nur diese Empörung mal darstellen. Was dann damit passiert, liegt außerhalb unserer Hände. Da macht man eine Sendung und zeigt auf, welche Verbindungen es zwischen Machteliten und Spitzenjournalisten gibt. Und dann melden die Leute sich von der Zeit beim ZDF. Mhm. Also von der Skala von 1. Da habe ich mich auch gefragt, haben die nichts Besseres zu tun? Von der Skala von 1 bis 10, wie peinlich ist das für die Zeit? Nee, man muss halt wissen, dass man ein Thema sozusagen, dass man nicht möchte, dass weiter behandelt wird, dadurch bei den Leuten interessanter macht und dadurch wird es weiter behandelt. Ob das jetzt so... Der Gipfel des Geschicks. Ja. Aber auf der anderen Seite könnte man es ja auch positiv formulieren und sagen, wenigstens hören Sie mal hin. Also könnten ja auch mit den Stiefeln so weitermachen. Aber es ist ja nicht so, dass wir sozusagen dieses Gefühl nur wir drei empfunden haben, sondern offensichtlich scheint da ja was zu passieren, auch in den Redaktionsstuben. Und deswegen reagiert man dann letztlich, weil es droht ja der Verlust der Deutungshoheit. Meine nächste Frage ist nicht von mir, sondern von einem Stefan aus dem Fanclub auf Facebook von der Anstalt. Gibt es so etwas? Ja, sowas gibt es. Okay, dann möchten wir uns hiermit herzlich bei euch bedanken. Großartig. Und wir schauen da jetzt auch mal drauf, Herr Uthoff. Das ist der erste Fanclub, wo ich Mitglied bin. Die Frage war, das, was ihr auf der Bühne aufzeigt, ob ihr das privat auch so von der Haltung her, vom Thema her begeistert so mittragt. Herr von Wagner wahrscheinlich schon. Ist das jetzt unsere Antwort darauf? Wie genau ist das gemeint? Also wenn wir etwas auf der Bühne darstellen, ob wir das dann auch leben? Ja, wenn ihr das da, ob ihr das auch wirklich meint oder ob das einfach nur Unterhaltung und Schauspielerei ist. Das muss man der Sache ansehen. Ich glaube, dass man das der Sache auch ansieht. Also wir würden sicherlich, wir haben nur 45 Minuten Zeit und das reicht eigentlich gar nicht aus für die Empörung, die sich manchmal ansammelt in einem Monat. Aber wir meinen das schon so, wie wir das da sagen. Wir würden das niemals machen, diese Anstrengung, die man uns heute auch anmerkt. Ich möchte sagen, das ist ganz kurz nach einer Sendung am Morgen danach. Und Herr Uthoff sieht aus, als käme er aus Italien. Ich dagegen, man sieht die schrammenden Beulen, die der Kampf mit dem Text bei uns hinterlassen hat. Und wir würden das nicht machen können, wenn wir nicht tiefsten Überzeugung wären, dass wir das machen müssen aus irgendeinem absurden Grund, den wir nicht genau kennen, aber getrieben sind wir. Den wir auch nicht kennen wollen. Ja, wahrscheinlich. Was ist das Ziel? Wann werdet ihr abgesetzt? Das ist nicht das Ziel. Das ist ganz erstaunlich. Wir haben einen kleinen Raum besetzt, auch innerhalb des ZDF, wo die Verantwortlichen doch deutlich hinter uns stehen und auch Spaß an der Sache haben und sich darüber freuen, dass wir Dinge probieren und uns mit Werbe und Lust auf Themen stürzen. Ziel ist nicht, die Sendung abgesetzt zu bekommen. Ziel ist es, sich weiterhin mit Themen zu beschäftigen, die einen aufregen und die einem wichtig sind.
Und so, das letztlich war mit einer Sendung abgesetzt, wenn sie wahrscheinlich zu wenig Einschaltquote hat, wahrscheinlich. Oder ist das das normale Ritual? Das ich weiß nicht so genau. Manchmal wird es noch weitergezogen, bis sie dann wirklich, also ich weiß nicht genau, wann das passiert. Das ist ja im Moment gar nicht euer Problem mit den Einschaltquoten. Aber früher war es so, dass die politische Linke so das Kabarett für sich entdeckt hat. Und jetzt merke ich, es gibt ein starkes Kabarett, aber für mich nicht mehr fühlbar eine politische Linke. Wie seht ihr das? Schwierige Fragen um die Zeit. Ja. Ich glaube schon, dass es noch, oh Gott, also ich finde schon, dass es noch politische Linke gibt. Die Frage ist, wie die sich präsentiert, wie sie wahrgenommen wird, wie sie auch repräsentiert wird in den Medien. Und das ist ja nicht so stark. Insofern fehlt vielleicht einfach auch durch die mangelnde Vervielfältigung einer solchen Haltung das Bewusstsein für deren Existenz, meine Herren. War nicht schlecht, oder? Ja, nur mal einen Schluck Kaffee zwischendurch. Aber das ist ja ganz spannend, die Frage, was ist links eigentlich? Ja. Ja, was ist links? Ja, gute Frage. Also im Moment gibt es viele junge Menschen, die sagen, es gibt gar keinen links und keinen rechts. Gibt es einen links? Das ist die Frage. Klar gibt es einen links. Aber soll ich die Frage anhören? Nein, natürlich gibt es einen links. Es gibt jetzt nur viele Leute, die sich gegen ganz bestimmte Auswüchse des Systems auch empören, die selbst aber nicht links sind. Die sagen, ich möchte keine Form des Kommunismus oder Sozialismus, aber das, so wie es hier abläuft, geht es halt auch nicht. Insofern ist das Spektrum vielleicht erweitert worden. Und das ist ja auch eine zwangsläufige Folge von dem, was gerade passiert. Ich nenne ja normalerweise zum Schluss immer Begriffe und bitte um Assoziationen. Jetzt bin Sind ich wir das schon am Schluss? Mittendrin. Mach so gut. Will ich das wir haben 2014, wie würdet ihr den Begriff Bündnis 90 Die Grünen beschreiben? Klaus, mach du das. Den Begriff, was wir da assoziieren. Was mich schon, aber ich war ganz ehrlich, also, ich finde das ein Zeichen des Erwachsenwerdens, dass man irgendwann mal sagt, die Grünen. Ja. Ich finde diese Bündnis 90 schon, die Nummerierung zeigt so, dass die Partei auch schon die Teilung noch nicht überwunden hat, oder? Eigentlich ist da noch eine Mauer. Ja, ne? Klar. So ein kleiner Strich, so eine schräge Mauer. Wie findet ihr die jetzt außenpolitisch oder wirtschaftspolitisch? Es ist ein Desaster. Es gab keine Partei in den letzten Monaten für mich, aus meiner persönlichen Empfindung heraus, die eine schlimmere außenpolitische Haltung eingenommen hat als die Partei der Grünen. Vor allem auf dem Background ihrer im Frühjahr pazifistischen Ausrichtung und Geburtsstunde. Das ist peinlich. Vielleicht ist es interessant und ich weiß nicht, ob was daran liegt, aber die Klientel, die sie sich sozusagen erarbeitet haben über die Jahre, ob sie sich dann irgendwann diesem angepasst haben. Also man hat Leute geschaffen, eine gewisse Masse von Leuten zu begeistern für die Ideen. Und jetzt ist es aber so, dass hier in einer Großstadt wie München, da kann man schon mal mit einem dicken Auto fahren und trotzdem grün wählen. Und vielleicht passt man sich dem an, wer weiß. Also ich, ob das so eine Rückwirkung hat. Nehmen wir einen schwierigeren Fall. Wie empfindet ihr die SPD? Das ist viel einfacher der Fall. Ja? Viel einfacher, ja. Das ist ganz furchtbar. Entsetzlich. Die SPD ist Opfer von ganz bestimmten Strömungen, von Alpha-Tieren, die an die Tür geklopft haben. Die gesagt haben, ich will hier rein. Und es haben viel zu viele mitgemacht. Und die Guten in der Partei sind systematisch abgedrängt worden oder mundtot gemacht worden. Ottmar Schreiner ist auch nicht mehr da. Und Hermann Scheer auch nicht. Ja, ich fand ganz interessant damals diesen Satz von Steinbrück, den habe ich in irgendeinem Philosophie-Magazin dann gefunden, dass Steinbrück dann auch sagte, wie dieser Neoliberalismus Eingang fand, schwierig der Begriff, ganz viele Definitionen, nehmen wir ihn mal, wie er so landläufig verstanden wird, nicht wie Herr Gauck ihn verstanden haben möchte. Und dann hat er gesagt, sie waren damals unter Druck der Ökonomen und unter Druck dessen, dass sie gemerkt haben, dass so mit Rechtsbündnisse Wahlen gewonnen haben. Und da haben sie gesagt, das machen wir jetzt auch. Und der Satz ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen sophisticated ausgedrückt, aber nichtsdestotrotz ist er gefallen und es sagt schon sehr, sehr viel aus, glaube ich, über das, was mit der SPD passiert ist. Ihr hört jetzt, dass ihr hört jetzt öfter, ihr seid Anti-Amerikaner oder Putin-Versteher oder sonst was. Gibt es ein Gegenmodell zum amerikanischen Traum oder zum russischen Traum? Gibt es eine europäische Idee eigentlich, einen europäischen Traum, den ihr habt? Glaube ich, könnte ich nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Die Europa, ich habe tatsächlich, als ich mal eine Zeit lang im Ausland war, das vermisst, das Hiersein.
Und für mich ist Europa, das sind alte Städte. Und das ist eine Kultur, die da mitschwingt und die mich glücklich macht, wenn ich sie mitbekomme. Aber ob das da wirklich auf eine politische Philosophie rausläuft, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Letztlich waren es ja, da sind es ja sozusagen die Ausläufer der Französischen Revolution und auch der amerikanischen Unabhängigkeit, die dann so eingeströmt sind bei uns. Aber der Amerikaner, der amerikanische Traum, das ist doch inzwischen eine relative Faust. Letztlich sagen ja auch für eine wirkliche Wirtschaft, auch selbst konservative Wirtschaftsleute, dass das eine Oligarchie ist in Amerika. Das hat auch gar nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun. Ich bin mit amerikanischer Kultur groß geworden. Ich verehre so viele amerikanische Filmemacher und es gab so, wie viel amerikanische Musik habe ich in meinem Leben gehört. Ja. Das ist nicht das, es geht nicht um das Land oder die einzelnen Leute, es geht um deren politische Repräsentanten. Und die führen sich nun in den letzten Jahrzehnten regelmäßig immer wieder auf wie Rotz am Backen. Und wenn man das sagt, dann wird man sofort mit dem Etikett gelabelt, Anti-Amerikaner. Und ganz ehrlich, ich möchte mit Herrn Putin auch nicht in Urlaub fahren. Das ist nicht, darum geht es nicht. Überhaupt dieses, nochmal an dieses Wort, einfach wie man es immer wieder schaffen kann, Leute, also Worte wie gut und Mensch als Beschimpfung oder Versteher als Beschimpfung zu definieren, ist großartig. Das ist wirklich also die höchste Form von, also es ist so widerwärtig, jemand als Versteher zu brandmarken. Wenn jemand versucht nachzuvollziehen, wo die Position herkommt, zu verstehen, das ist doch das, was wir Menschen machen sollten, wollen. Und das regt mich jedes Mal. Ich wollte das nur noch mal kurz, weil dieses Wort mich so. Wir sind aber nicht wirklich von der europäischen Idee. Ich habe, glaube ich, abgelenkt. Aber ich komme noch mal drauf zurück. Es ist ja irgendwann, sind überall die Chicago Boys einmarschiert und der Neoliberalismus kam überall an. Wenn man das einfach rausschneiden würde, die letzten Jahrzehnte, seit den 80ern vor allem, wie könnte man da nochmal anschließen für eine europäische Idee? Habt ihr da Sehnsüchte nach dem Ergebnis dieser europäischen Kultur? Ja, wir haben Sehnsüchte danach, dass dieses Primat der Ökonomie einfach irgendwann wieder mal Raum gibt für politische Gestaltung. Also das ist natürlich verschwurbelt, aber dass man sagt, diese Austeritätspolitik, was da passiert, man sieht ja aber da, dass die Leute, sagen wir mal, die darunter gelitten haben, wir haben es jetzt mal ein bisschen analysiert, ne? Also Griechenland links gewählt hat, so wenn ich jetzt das Ergebnis richtig habe und so. Also die Leute auch sagen, jetzt ist Schluss damit. Also das ist etwas, dass ich habe keinen, ich bin jetzt nicht der Utopien formulieren kann, wie das auszusehen hat, aber ich weiß halt die Stellen, die unglaublich stören und die und da ist die Austeritätspolitik für mich ein ganz, ganz großer, schrecklicher Punkt. Da gibt es ja auch ein Buch, Sparen tötet. Und wenn man einfach, Chicago Boys, also wenn Think Tanks Ideen formulieren in Washington und die werden dann umgesetzt in einer Radikalität, wo man sagt, sag mal, das gibt es doch gar nicht. Also dieses Beispiel nur Griechenland. Wenn man einfach sagt, man im Gesundheitssektor einfach mal eine Prozentzahl sagt, wo man sagt, das muss runter. Eine Prozentzahl an die. Und dann fragt man sich natürlich, also als normaler Leser denkt man, ah komm, die werden sich Gedanken gemacht haben. Und dann liest man tatsächlich. Und nee, das war jetzt willkürlich. Und so. Also das sind die Auswüchse, die ich erstmal, das muss erstmal aufhören. Und dann kann man anfangen, eben diesen Raum wieder zu füllen mit politischen Ideen. Ja. Ihr sagt, ihr sperrt euch in einem Raum ein mit einem Dritten. Jetzt möchte ich Raum lassen für ein Loblied auf diesen Dritten von euch. Das finde ich sehr schön, weil der Dritte mitten im Raum sitzt. Mitten im Raum sitzt, ja. Und zwar mithört die ganze Zeit. Mitschreibt und den Kopf schüttelt, wenn wir Sachen sagen. Das ist juristisch gefährlich. Der Mann ist ein Spezialist für Unterlassungsklagen. Ja. Da muss man vorsichtig sein. Er färbt auf uns ab, das kann man schon sagen. Er färbt auf uns ab, ja, das ist richtig. Wir sind tatsächlich so, er macht uns immer mehr zu Schnüffelnasen. Ja, er ist ein Wühler. Ja. Also er bringt diese unglaublich, er hatte ja zwei Welten. Also das ist ja unglaublich. Neulich saßen wir im Biergarten und hat seine Kabarettvergangenheit offengelegt und die ist. Also er hat die Ochsentour gemacht, aber wirklich. Und er bringt das mit und dann auch noch diese journalistische Schnüffelnase. Also Dietrich Kraus sieht man sehr häufig so. Das ist aber nicht, dass er irgendwie damit auf Facebook oder spielt, sondern er hat bereits die neueste, abseitigste Information mal wieder aus einer wahnsinnig entfernten Website hervorgeholt und versucht sie gerade gegen und Fakten zu checken. Und das ist echt
großartig. Und das färbt auf uns, weil wir jetzt auch anfangen, noch Originaldokumente zu lesen. Das ist ja wirklich, das ist schon so ein Weg, den man geht als Kabarettist. Früher hat man eine Zeitung aufgeschlagen und hat die Schlagzeile auch kommentiert. Nun muss man anfangen zu sagen, so, Schlagzeile, wer hat das geschrieben, in welcher Zeitung steht das, gegenchecken. So, und dann muss man, wenn man sich die, und da jetzt wird es nicht mehr lustig, die Ukraine-Berichterstattung anschaut, mit dem Stadion jetzt einfach nur das Beispiel. Dann wird man so unglaublich, es wird sehr... Waren nicht Zehntausende, sondern da waren ein paar Hundert. Waren dann doch nicht Zehntausende, ja. Wenn man 450. Sehr lustig ist, im OSZE-Bericht stand zu dem hupenden Autokonvois, an dem Tag, Originalzitat aus OSZE-Bericht, one car horned. Also wir haben also ein Autokorso mit einem Auto und einer Hupe. Ja. So und sowas ist da kommt dann Dietrich an ins Zimmer und hat so und sagt, das müsst ihr lesen. Guck mal das Video an. Und außerdem ist er ein großartiger Kaffeebecher herumstehlasser. Das stimmt. Also vor dem Herrn ein. Hat er den noch? Hat er uns sehr moralisch unter Druck gesetzt, indem er mit seinem Kaffeebecher kam. Wo ist der eigentlich? Den hast du rum. Der ist nämlich, er hat uns allen beschämt, weil wir hier mit diesen Pappbechern, ja, also rumlaufen und die auch alles ständig wegfeuern. Und er hatte einen ganz immer wieder zu befüllenden Becher. Das nebenbei bemerkt, ist ein großartiger Kerl, weil diese Sendung, wir hocken so oft zusammen in einem Raum zu dritt, dass es nicht möglich wäre, wenn wir nicht auch einen gewissen Spaß aneinander hätten. Und uns sozusagen auf die Nerven gehen würden schnell. Das ist eigentlich, wenn wir zwei Wochen lang nicht zusammen uns getroffen haben, und dann gibt es sowas wie Entzugserscheinungen. Das ist komisch, ja. Es ist jetzt die Sommerpause wird eine Herausforderung für uns. Dankeschön, das war auch eine Form einer Einladung von mir an ihn, ihn auch mal zu interviewen. Wir reden sehr viele über ihn, auch im Netz im Moment. Ja. Wer ist dieser Typ, der da? Ne? Ja, ja. Gut. Die Marionetten tanzen lässt. Jetzt geht's schon los. Pass auf, du. Ihr habt gerade gesagt, ihr verbringt sehr viel Zeit miteinander. Hand aufs Herz, wart ihr öfter jetzt miteinander zusammenzeitlich oder jeweils mit euren Familien in den letzten Monaten? Halb, halb. Nein, also das Gute ist, dadurch, dass diese Anstalt hier in München produziert und ich hier um die Ecke wohne, ist es einfach, bin ich nicht weg, sondern ich bin... bisschen innerlich weg. Das muss ich schon zugeben, wenn man an den Texten ist oder so. Aber generell, wenn du nach Hause kommst und dann lächelt dieses kleine Wesen, dann bist du auch wieder da. Also insofern ist das schon okay. Aber wir haben kleines schon Wesen, Zeit abgeknapst dafür. Kleines Wesen, Kind? Ja. Das ist immer das, der erste. Kleines Wesen, Kind. Könnte auch was anderes sein. Könnte auch was sein. Kleines Wesen? So. Alien? Also Alf? Frau? Also kleines Wesen, ja. Ja. Gibt es nach so einer Phase, wo man so eine Arbeitsbeziehung und einen Arbeitsehemann quasi hat, gibt es dann ab einem Punkt auch so möglich so, dass man streitet, so als Bild wegen der Zahnpasta. Ach so, dann ist so lange sind wir noch nicht Prozessen. Verheiratet. Nee. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, wo man am Anfang, das ist ja typisch bei Paaren, dass sie sagen, das ist so eine liebenswürdige kleine Eigenart. Ja, von super. Und 15 Jahre später, wenn du es noch einmal machst, dann dreh ich dir den Hals. Sonny Boys, wunderbar, ja. Dieses Stück. Und da geht es ja um zwei Alte, eine Komiker, die auf der Bühne zusammenstanden, sehr lange. Und dann ging immer dieses, du hast immer diesen hier gemacht, immer diesen. Und das, so weit sind wir noch nicht. So, das dauert noch nicht. Ja, unsere Eigenheiten. Kommt mit sicher. Ja, ja. Kommt mit sicher. Ich hatte euch das schon mal gefragt. Wollt ihr sowas wie eine Revolution anzetteln? Also mit Köpfe rollen? Ja, nee. Ich bin auch so ein unblutiger Typ eher, oder? Ja. Also ich, ganz ehrlich, wir hatten so eine, wir haben so eine Revolutionssendung ja gemacht. Also sagen wir mal, Kabarett ist ja schon gespielte Revolution. Wir wollen, den Begriff Revolution ist auch ein ganz schwieriger, weil Apple ist ja auch jedes neue Produkt eine Revolution. Insofern, das wollen wir natürlich nicht. Aber als ich da stand und dann auf den Barrikaden und eine Fahne geschwungen habe und Leute wirklich mit einem Enthusiasmus, also dann zum Schluss applaudiert, das ist mir eigentlich unheimlich. Mhm. Also das ist ja weißt du, warum es auch unheimlich ist? Bei den echten Revolutionen hat das jemand gemacht und da waren manchmal zigtausende. Und du schwingst so eine Fahne und es sind Millionen, die da gerade zuschauen. Ist dir bewusst in dem Moment, was du machst? Nee, es geht nur um die Studiesituation. Ich glaube, in der Situation denkst du nicht an die Leute vor der Fernsehkamera. Nee. Aber die Situation ist trotzdem schon beängstigend. Da sitzen dann 300 Leute und
freuen sich und sind emotional aufgeladen von dem, was du gerade tust. Ja. Und dann wird einem relativ schnell klar, dass das auch gefährlich sein kann und dass andere Leute Geschmack dran finden. Ich habe da überhaupt keinen Geschmack an sowas. Aber, ich will ja auch nicht, dass die dann sofort, also das ist wirklich, ich will dieses schrecklichste Bild, dass die aufstehen und im Gleichschritt jetzt hinter dich stellen und sagen, was sollen wir tun? Und du sagst, nein, das ist nicht das, was wir wollen. Was wir wollen ist, wir stellen Dinge, Informationen in den Raum und hoffen, dass Leute ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Also sich vorne hinzustellen und sagen, ich weiß den Weg, ich weiß, wo es lang geht, finde ich eine ganz, ganz schreckliche Geschichte und das möchte ich nicht. Wir möchten pointiert, wir möchten was hinstellen und wir möchten, dass eine Debatte entsteht. Dass Leute auch sagen, nee, ich finde das nicht gut, aber dadurch drüber reden, das finde ich gut. Also jetzt mit den Journalisten, dass die mal einfach über die Form von Qualitätsjournalismus debattieren, auch in den Redaktionsstuben, das finde ich spannend. Nicht zu sagen, wir wissen genau so, wie es zu sein hat, nee, aber die sollen sich jetzt mal untereinander unterhalten. Die Revolution wird ja auch nur dann erst erforderlich, wenn die Zustände sich so zuspitzen, dass sozusagen selbst die breite Masse es nicht mehr trägt und rebelliert. Aber in der Regel ist für mich natürlich die evolutionäre Form ein bisschen geschickter. Also sprechen, reden, miteinander, Dinge verbessern. Viva la Evolution. Ja, ein bisschen. Ich häufig sind Revolutionen doch das Ergebnis von Revolutionen Regierungsformen, wo man sagt, na, hätten wir es lieber bei der alten belassen. Insofern ist es nicht so wahnsinnig. Du hast ungewohnt für dich mal sehr soft ausgedrückt, ich möchte die Menschen zum Nachdenken anregen. Ja, nee, das ist, also mein Kollege macht das gerne. Bei mir ist es so, ich will sie unterhalten. Platt, auf die 12. Ich möchte, dass sie vor Begeisterung aus den Sesseln rutschen. Und Revolution ist auch so ein seltsamer Begriff, weil es genau wie Freiheit, jeder interpretiert das anders, wird auch so abgenutzt von der Werbung. Und von uns übrigens. Also von uns auch. Oh ja. Es gab mal eine Münchner Kaffeekette, so Coffee Shop Company, und die hatten eine Teebeutel-Marke und der Teebeutel hieß Revolution. Und das gefiel mir, menschlicher Freiheitsdrang zum Aufgießen, fand ich toll. Es gibt, glaube ich, jetzt auch Axe Revolution. Ja, Axe Revolution, großartig. Alles. Für die Freiheit von Körpergeruch, oder was ist das dann? Oder ist das ja, was ist keiner. Revolution. Mhm. Wenn ihr mal beschreiben müsstet am anderen, was eurer Meinung nach die sensibelste, schönste Eigenschaft des anderen ist, was würdet ihr antworten? Darum habe ich dir schon mal gesagt, dass du zu seltsamen Tageszeitpunkten manchmal sehr seltsame Fragen stellst. Der Autor versucht immer Zeit rauszuschinden. Das finde ich immer sehr, sehr liebenswert an ihm. Wie war die Frage? Ja, genau. Das Kinder wiederholen immer noch, wenn du fragst, 1 plus 1. Wie 1 plus 1 ist... Das Liebenswerte, die sensibelste Seite, die man mag? Ich mag am Klaus, dass er ein empathischer Kerl ist. Und vor allem ist es bei mir, ich sage das aus der Perspektive des Vaters, es ist total hinreißend, den Klaus als Papa zu sehen. Also das ist, was da passiert, wenn seine Tochter ins Blickfeld gerät, dann verändert sich da alles, das ist wunderbar. Aber das gehört alles damit mit diesem menschlichen Zusammenarbeiten zusammen. Also das geht nicht, so auf dem Raum zu hocken. Also für mich würde es nicht gehen. Ich bin so ein Harmoniesüchtel. Ich könnte nicht ins Büro gehen, wenn ich wüsste, der am Nebentisch sitzt, kann mich nicht ausstehen und versucht. Also das ginge nicht. Insofern, wir haben uns beschnuppert längere Zeit, bevor man sich darauf einlässt. Also ich mag diese Begeisterung, die dann aber, die so in diese... Und diesen weichen Kern, den der Kerl hat, und weil ich ihn auch erstmal auf der Bühne sehe und viele Menschen so, wie können Sie mit dem zusammenarbeiten? wenn der es immer so ist, das muss ja unglaublich anstrengend. Und das ist eben genau das Gegenteil der Fall ist. Also, ja, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Meine Frau wurde auch schon gefragt. Ja. Wie können Sie? So einen arroganten Anwalt den ganzen Tag, furchtbar, ist das nicht entsetzlich? Ja. Und sie hat auch gesagt, ja, aber ich muss da durch. Ich glaube, der ehrliche Uthoff ist, den sieht man manchmal auf der Bühne aufblitzen. Also es gibt so einen Moment, nennen wir ihn, glaube ich. Digi-digi-digi-digi-digi-Moment. Es gibt auch in so Beziehungen diesen Moment, wo man sich in die Augen guckt. Man hört irgendwas, ein Stichwort oder so, man guckt sich in die Augen und hat gerade dieselbe Idee. Ja. Gibt es das manchmal? Ja. Ja. So weit seid ihr schon? Wir laufen ziemlich synchron zum Teil. Also Klacks und Maus. Ja. Also häufig, es kommen Leute auf mich, gestern auch nach der Vorstellung wollten zwei Leute ein Foto mit mir machen und einer kam auch auf mich zu und meinte, hey Klaus, komm doch mal ein Foto machen und so. Also es verschwimmt dann auch irgendwo, ob das jetzt noch der sagt Max zu mir, also willst du es irgendwie, ich glaube, es ist jetzt irgendwie ist durch. Mir ist auch schon wurscht. Ja. Ich bin auch schon mit der Fußgängerzone und sage, hey Klaus, dreh mich um. Hi. Wahrscheinlich bin ich gemeint. Ich habe vorhin SPD und Grüne gesagt, weil es eigentlich auch Parteien sind, die ich mir anders wünschte. Ich bin gar nicht auf die anderen eingegangen. Was ist Angela?
Angela ist Verwalterin. Eine kluge Verwalterin ihrer eigenen Interessen und derer, die sie angestellt haben letztlich. Also ja. Und das sind tragischerweise nicht mehr wir. Sie hat beim dicken Pfälzer jahrelang zugeschaut, wie man da Machtstrukturen erhält, wie man sich die richtigen Leute, wie man möglichst wenig sagt, möglichst inhaltsfrei und wenn man Entscheidungen trifft, sie immer hintenrum macht. Und dann weiß man, es kommt die nächste Fußball-WM, es kommt die nächste Europameisterschaft, die nächsten Olympischen Spiele und der Grand Prix d'Eurovision und irgendjemand hat Schnupfen, ein Prominenter und dann wird das Volk schon sich irgendwie amüsieren. Das ist das Erschütternde ist, dass sie rhetorisch so abgrundtief schmerzhaft miserabel ist und dass sie nicht bereit ist, überhaupt irgendetwas zu sagen bezüglich der Strategie, Ausrichtung, wenn sie denn weiß, wo sie überhaupt hin will, bevor ihr das der deutsche Arbeitgeberverband gesagt hat. Also es ist schon durch dieses Politik der kleinen Schritte, das hat sie ja mal gesagt, ich glaube, es ist einfach ein sehr cleverer Gedanke, also man macht keine großen Bögen mehr, weil man dafür angreifbar ist und macht tatsächlich, sie macht Trial and Error, also das ist wie so ein physikalisches Experiment. Ich weiß nicht, was man selber an der Stelle machen würde, ich bin ja immer sehr humble, aber ich finde es so interessant, dass Leute allein der Anblick ihres Wahlplakats bei ihnen gute Gefühle auslöst. Ja. Das finde ich schon, deswegen ja, glaube ich, die Partei eine wunderbare... Titanic war das. Da komme ich noch hin. Achso, okay, Entschuldigung, wollte nicht vorgreifen. Entschuldigung, wenn das Drehbuch hier so strikt ist. Nee, weil es ging um dieses Hunde-Katzen-Plakat, hast du das auch gesehen? Ja. Titanic hat ein sehr schönes Motiv gemacht, ein kleiner Hund und dann kuschelt sich eine noch kleinere Katze dran und drüber nur geschrieben, oh, CDU. Und das finde ich, trifft es eigentlich relativ gut, den ganzen Wahlkampf der Europa. Zum Thema Versteher, wenn ihr Merkel-Versteher wäret und ihr denkt euch mal jetzt in sie hinein, was geht in dem Kopf vor, wenn sie jetzt den Namen Farage, Le Pen oder Wilders hört? Was meint ihr? Das ist eine gute Frage, aber die können wir nicht beantworten. Unerwünschte Nebenwirkungen. Echt? Meinst du? Das ist für sie eine unerwünschte Nebenwirkung. Das ist so ein Ausfransen am Rand, weil sie sich sozusagen um den Rechtspopulismus zu wenig gekümmert hat. Die große Strategie... Zwei Tage vorher von der Europawahl hat sich darum gekümmert. Zwei Tage vorher hat sich darum gekümmert. Und bei Martin Schulz, da muss es irgendwas anderes gewesen sein. Dieses Aufspringen auf den rechten Rand noch mit aus Deutschland für Europa. Das sind Berater, die sagen zu dem Zeitpunkt so, jetzt müssen wir zumindest... Die AfD hat so und so viel Prozent. Ja. Die hat so und so viel Prozent nach der Umfrage. Und dann sagt man, dann kommt der Spruch aufs Plakat. Das ist das Tragische. In der Bildzeitung. Und das ist das Tragische daran, dass das im Grunde genommen letztlich einfach eine Haltungslosigkeit ist. Das heißt, man hat kein politisches Ziel mehr oder Programmatik, die man vertritt, sondern man orientiert sich nach Meinungsumfragen. Und wir in Bayern haben ja nun einen Herrscher, der das perfekter macht als jeder andere, der überhaupt keine eigene Meinung mehr hat. Also Horst Seehofer ist ein völlig meinungsfreier Mensch, der nur schaut, was gibt die nächste Umfrage her. Und was will das Volk? Und dann hängt er seine Fahne in den Wind. Aber insofern ist Seehofer sozusagen fast das, was man immer fordert, mehr Volksabstimmung. Ja, wahrscheinlich sogar das Endziel der Demokratie. Ja, die Verkörperung. Das heißt, dass ein Politiker, ja, der nur noch das macht, was die Mehrheit der Umfrage. Das Dumme ist, jetzt müssen wir anfangen, die Umfragen genau zu analysieren, zu schauen, wer sagt da was. Aber im Grunde genommen ist es wahnsinnig demokratisch, ne? Ja. Das ist sehr, du musst halt den Seehofer nur dazu bringen. Aber in Bayern, wir brauchen sowas wie Bürgerentscheid gar nicht. Ja, wir haben den Seehofer. Der Seehofer ist der personifizierte Bürgerentscheid. Ja. Das ist doch mal schön. Ja. Es gibt einen jungen Mann, der ist willenloser Sonneborn-Anhänger und die Anstalt-Fan. Mhm. Wie geht das zusammen? Und er wünscht sich, entweder können die nicht bei dem mitmachen oder kann der nicht bei dem mal auftreten oder sonst was. Was haltet ihr von Martin Sonneborn? Ich halte unabhängig davon, dass es schwierig ist, über Kollegen im weitesten Kreis überhaupt ein Urteil vor der Kamera abzugeben. Und vielleicht sollte man das nicht tun, aber ich sage das jetzt mal. Ich halte ihn für einen der besten Satiriker, wahrscheinlich einen der schlagfertigsten und schnellsten. Ich finde das, mich begeistert das auch, die Beiträge für die Heute-Show. Er macht jetzt mit der Titanic auch schon jahrelang einen hervorragenden Job. Also die Demaskierung der Deutschen Bank, das ist jetzt also einfach so ein Beispiel, wo man sagt, da trifft man etwas, das war so schön, das war so, so offenlegend. Das sind schon Momente, wo ich mir denke, verdammt. Also insofern... Wird man dann neidisch. Insofern ist Sonneborn auch nicht so toll. Wir wollen es jetzt mal nicht so hochrennen. Also genau, stimmt. Der wird ja auch überschätzt. Und jetzt mit dem Europa-Ding, das ist ja auch... Der Mann. Wie viel kriegt er jetzt? Kriegt er jetzt Geld? Kriegt er Geld? Er macht ja nur einen Monat und tritt dann zurück. Ja, aber kriegt er jetzt Geld oder nicht? Darum geht es. Das ist das Wichtigste. 33.000, wenn er in einem Monat zurücktritt? Richtig, mit Übergangsgeldern und so weiter. Und das machen dann 59 weitere
Parteimitglieder. Und wird das funktionieren? Ich bin gespannt, ich möchte das auch begleiten. Das, ja, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde das auch so eine schöne Idee. Ja, demokratietheoretisch spannend. Ja. Ja. Dieser Typ, der Fan, der gesagt hat, kann der Martin Sonneborn da mitmachen, wie kommt der eigentlich auf so Gäste wie, ich war total überrascht bei der ersten Folge. Ich kannte Matthias Egersdörfer nicht. Oh, das ist natürlich. Und dann taucht er da auf und dann denke ich mir, was will denn dieser Franke da und so weiter. Mhm. Und dann ist der so brillant. Mhm. Und ja, dann merke ich immer wieder tauchen bei euch irgendwie handverlesene Leute auf. Wer sucht die aus bei euch? Also das war schon eine Weißbierlaune, ne? Jetzt, also das war also die Idee, Matthias Egersdörfer mit Simone Solger und Nico Semsrott zusammenzupacken, hatten Dietrich und ich vor längerer Zeit, Klaus war zu dem Zeitpunkt schwer krank, hat aber auch gesagt, ja, machen wir. Es war... Also sagen wir mal so, erstmal ist es nichts so Besonderes, weil die Leute sind auf der Kleinkunstszene unterwegs, also die finden wir seit Jahren brillant, also das ist jetzt nichts, also wo man sagt, wir hätten niemanden entdeckt, das ist immer so, sagen wir mal so, dass jemand sowas in der prominenten dann Fernsehsendung auftritt, ist ja wieder was anderes, aber die sind schon jahrelang unterwegs, jetzt nicht Nico und nicht jahrelang, aber wobei auch schon langsam. Das ist jetzt nichts, wir kennen die schon lange, das ist ein großer Künstler, der Matthias, und deswegen ist es das nicht so unser Credit, ja, zu sagen, wir hätten die jetzt entdeckt. Das sind einfach tolle Typen, wo man sich selber aber denkt, warum haben die nicht längst schon mal so was Prominenteres gemacht? Gut, der Matthias, ja, also Ziel der Sendung ist es, Leute einzuladen, die Spaß haben, auch ein bisschen mitzuarbeiten, weil wir eben das ein bisschen mehr in den Ensemble-Charakter schieben. Wir versuchen sozusagen, die Leute einzubinden und nicht Solo an Solo zu stellen, was auch eine Möglichkeit sein kann, eine gute Sendung zu machen. Aber bei uns hatten wir eben einfach das Bedürfnis, den Leuten mit reinzuholen. Und wie bei der Sendung gestern zum Beispiel, der Matthias mit seinem fantastischen FIFA-Funktionär, also einfach sie mal auch anders zu zeigen oder wieder Monika in der näheren Szene eine andere Farbe zu zeigen. Und das, man sieht, finde ich, also ich glaube das zumindest, dass es manchmal bei dem Thema eine andere Dynamik gibt, wenn es 3-4 Leute behandeln in einem Sketch oder in einer Szene, als wenn man das als eine Person monologisiert über ein Solo. Und das ist das, was dann auch ein bisschen Tempo und Dichte gibt. Für mich, das ist jetzt nur unser, also für uns, das ist unser Stil und das, was wir machen wollen. Und dann ist eben die Frage, wer möchte mitspielen? Passt der rein? Gibt es eine Haltung, wo wir sagen, das ist toll und deswegen ist das muss Bedingung? Man... Haltung? Ganz ehrlich? Ja. Also, das heißt, es muss nicht in der Haltung sein, dass einer kommt und sagt, hallo, ich bin Strammelinker, Genosse, nehmt mich in die Sendung. Darum geht es gar nicht. Hat man was zu sagen? Wie drückt man es aus? Und es sollte dann schon mal manchmal ein kritischer Gedanke aufblitzen. Das wäre ganz hübsch, glaube ich. Und dann geht es nur noch darum, kann man sich vorstellen, dass das eine schöne Situation gibt, mit der Person, die einzubinden. Und wir werden auch Leute einladen, die man in so einer Sendung nicht vermutet. Mal abgesehen von Norbert Blüm. Aber wir werden auch aus dieser klassischen Comedy-Szene Leute holen und die dann einfach mal versuchen, gegen den Strich zu bürsten. Sobald die sagen, ich habe Lust drauf, ja, lass mich, ich mach da mit. Weil ich finde das auch, also der amerikanische Stand-up-Comedy-Begriff einfach alles umfasst. Du kannst also, wie gesagt, von Peniswitzen bis kritischer Satire einfach da alles machen und musst dich nicht entscheiden. Also, aber wie gesagt, wenn wir spüren, da ist was, egal was es ist. Dann wünschen wir uns den. Ich habe so gute Freunde, Alt-68er, und die schwärmen mir immer so vor, die sagen, wir hatten unsere Liedermacher. Wo sind die Liedermacher eurer Generation? Ich bin ja davon überzeugt, dass wir in unserer Generation Kabarettisten haben und nicht Liedermacher. Seht ihr das ähnlich? Vielleicht liegt es am Fernsehen auch, ne? Am Fernsehen natürlich, weil du hast Quotenverläufe im Sekundentakt, so genau. Wenn mir das vorliegt. Das könnt ihr auch schön ausdrücken. Das wird analysiert. Und dann haben wir Liedermacher. Aber dafür kannst du ZDF ja nichts. Nein. Es ist anscheinend wirklich so, dass Musik und Komik bei den Leuten eine Mischung zu sein scheint. Ich verstehe, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber da geht irgendwas sozusagen, das Fernsehen reagiert da ein bisschen allergisch, sagen wir so. Wir werden uns auch Leute reinholen, die Musik machen, aber es ist komisch, weil ich eine Ode an die Liedermacher, ja, Konstantin Wecker, ja, ja, in dieser... Ja, ich komme ja auch daher, also ich habe also Söllner gehört früher, dann Friedel Fesel, also die harmlosere Variante sogar, aber das Bayerische, das war für mich schon so ein Einstieg in das Ganze, ja, eigentlich, das ist tatsächlich... Es gibt natürlich auch bei uns ja eine
jüngeren Liedermacher mit Marco Tschirpke oder Bodo Wartke, ja. Sebastian Krämer, tolle Leute, die da fantastische Sachen machen, die vielleicht eben nicht fernsehkompatibel genug sind, dass das in der breiten Masse dann zugänglich gemacht werden. Aber da gibt es auch fantastische Leute insofern. Es war tatsächlich damals die Liedermacherzeit, ich kann mich auch erinnern, das war so eine Protestkultur, aber die gab es eigentlich auch neben dem Kabarett. Ich glaube, da sind zwei Schienen nebeneinander, nur vielleicht war es der Einfluss des Fernsehens, oder? Dass die Liedermacher ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Ich weiß nicht, ein Mann mit einer Gitarre, ne? Das ist im Moment selten. Das Bild ist nicht mehr so. Es ist ein Mann mit einem Klavier, das geht noch. Mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber wir sollten mal eine Liedermacher-Sendung machen, ne? Eine reine Liedermacher-Sendung. Das wäre auch spannend. Und Reinhard May noch einladen. Da gibt es ganz. Also, ja. Na ja, gut. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe. Und bitte um Kurzassoziation. Wie er das Wort kurz betont hat. Hast du es gemerkt? Kurz. Ja. Habe ich dabei dich angeschaut. Auf die Uhr. Ja. Joachim Gauck. Um Gottes Willen. Bankenversteher, NATO-Versteher und. Also, da müssen wir eine eigene Sendung machen. Also, es ist wirklich interessant. Und wie heißt das Buch von Albrecht Müller, Der falsche Präsident? Ja. Ja. Gut, das hätte er öfter schreiben können. Also Nachdenkseiten. Ja. Albrecht Müller von den Nachdenkseiten, Der falsche Präsident, der Titel hätte jetzt, und dann trifft er jetzt nicht nur auf Herrn Gauck, aber da hätte er in Serien gehen können. Gauck ist für mich persönlich unangenehm. Ich mag seine Definition von Freiheit, die immer nur ökonomisch begründet ist, nicht. Und ich finde dieses pastorale Besserwissen gegenüber manchen Ländern und auch das Auftreten. Wärt ihr der Meinung, dass wir Wulff hätten lieber behalten sollen? Ganz ehrlich, das ist ein Bundespräsident, das ist ein Grüßkasperl und das finde ich auch okay. Und wenn er was sagt, dann sollte es rhetorisch gut sein. Es sollte auch übrigens, das ist vielleicht auch eine Haltung transportieren, auch wenn die mir nicht gefällt. Macht das, also das macht Gauck in dem Fall auch tatsächlich mehr als Wulff. Also muss ich sie mit ihm auseinandersetzen. Hat auch schon eine Haltung, da gibt es sie auch klar zu erkennen. Mhm. Ja, jetzt auch übrigens deutlicher. Da ist was passiert. Seit Anfang dieses Jahres ist er doch deutlich mehr, zeigt er doch mehr seine klare Kante. Aber er war auch involviert in diese Änderung, also mit der Sicherheitspolitik. Da hat er einen Aufschlag mitgegeben mit dieser Rede auf der Sicherheitskonferenz. Ja. Zweiter Begriff, kürzere Assoziation. Es gibt so viel zu sagen. Das ist so, weißt du, wenn du einen Begriff hast, hast du 10.000 Einwände für dich selbst. Ja. Aber da seid ihr schon noch firm. Sepp Blatter. Wer ist das eigentlich nochmal? Sepp Blatter. Kennst Sepp Blatter, den? Assoziation. Ich glaube, an Sepp Blatters Lebenslauf wird man sozusagen die Perfektion der Korruption irgendwann mal an Universitäten lehren können. So ein neoliberales Machiavelli. Ja, also wie man Kontrollen umgeht, wie man Machtstrukturen baut, wie man sich die richtigen Leute kauft, wie man am Schluss versucht, sozusagen als der große Reiniger zu erscheinen und sich selbst auch so pastoral überhöht, also selbst man und Kritik nur noch empfindet als das Aufjaulen der Ungläubigen. Weil er sieht sich ja als den Fußball. Und das ist hochinteressant, dieser Satz. Schaut privat am liebsten Tennis und macht mich nicht kaputt. So, ja. Weil dann macht ihr den Fußball dann kaputt. Zerstört den Fußball. Das ist eine interessante Persönlichkeit, an dem auch sehr wenig hängen geblieben ist. Das sage ich. Das wird gelehrt werden. Also wenn es um Machtstrukturen geht, dann musst du Sepp Blatter analysieren. Dritter Begriff. Sind zwei Begriffe. Hier haben wir Ihren Störenfried, Stefan Hanitsch, Störsender TV, / alternative Medien. Sehr wichtig, wird immer wichtiger. Wir merken gerade, dass diese traditionellen Medien ein ganz großes Problem haben. Und die Leute, weil auch mit ihren Lesern jetzt einfach, weil die Leser sich nicht mehr wiederfinden. Also, dass man sagt, man hat ein offenes Blatt, in dem 50-50 die Meinungen verteilt sind, dann jeder kann sich was rausnehmen. Es scheint in irgendeiner Form zu bröckeln, Leute. Suchen sich jetzt immer dezidierter Informationen und nicht mehr, also Leserblattbindung, also es gibt immer noch so ein paar Abonnenten, die vergessen haben abzubestellen, aber die Leserblattbindung schwindet meines Erachtens und man sucht sich quer durch die verschiedensten Medien ein Bild zusammen und deswegen ist dieses alternative Medien jetzt gerade mit, sag den Namen, die gerade starten mit dem Herrn Niggemeier, Krautreporter oder so Geschichten, Crowdfunding. Ich glaube, das wird mehr werden und das ist wichtig. Und das ist, wir merken, wie wichtig das ist, eine Form von Unabhängigkeit sich zu bewahren. Und davon brauchen wir ganz viele verschiedene schöne Inseln. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch und ich hoffe und denke, wir sehen uns schon bald wieder.
Dankeschön. Danke. Sagen danke. Danke auch euch. Das war Tom Aslan in der Anstalt. Weiterhin. Heute mit. Du musst ein bisschen lauter reden. Nimm einen Applaus. 150. Sendung. Nimm einen Applaus. Yeah. Und das schaffst du. Das nächste Mal nicht in Bayern, im Nachbarbundesland Franken, in Fürth mit Sissi Berlinger und Matthias Egersdörfer. Großartig. Bis zum nächsten Mal. Danke.